Recht herzlich willkommen zur 195. Folge von Towns. Ja, wir sind hier unten runtergegangen nach dem Angriff, glaube. Was wollten wir hier tun? Das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir können auf jeden Fall dann noch hier weiter aushöhlen. Hier haben wir das ja schon ein bisschen gemacht. Das Spiel ist in Pause. Aber nur, weil wir Pause gemacht haben wahrscheinlich, ne? Okay, hier buddeln wir uns wieder richtig frei, weil wir da ja auch was falsch gemacht hatten, glaube ich. Das wird ja jetzt richtig. Ja, was machen die Leute hier? 78 von 80, da kommen auch bald welche. Okay, die sind ordentlich am Scheffeln hier. Und jetzt wird richtig gearbeitet. Macht der da auch weiter oder nicht? Doch, der macht da auch weiter, genauso wie der nach da weitermacht. Das ist schon mal positiv. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Kerzen vielleicht hier hinstellen, damit die Ausleuchtung besser wird. So. Da muss eine hin, aber da ist gerade ein Stein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Passt, jo. Da weg, dicht hin. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Da muss da auch eine Kerze hin, ne? Ja, das passt wohl. Dann ist das hier zu destroyen. Und da kommt auch eine hin. Da. Und wohl da. Passen die Gänge hier auch nicht, ne? Ja, wir werden gleich sehen, wenn das da hingebaut ist, wie es dann wird. Da noch eine Kerze. Da auch noch eine. Da eine Kerze und da ist schon eine. Ja, da muss ja hier eine sein. Da eine sein. Da ist auch eine. Und da kommt eine hin. Gucken, wann die kommen. Keine Ahnung. Da, nee, ich dachte, der stellt eine Kerze dahin. Ist aber nicht so. Gut. Ach, hier können wir auch noch was machen, ne? 1, 2, 3, 4. Da kamen jetzt gerade ein paar neue Leute. Ich glaube, 4 Stück, genau. Die sollen sich mal ankleiden erstmal. Ja, die Verlorenen sind dann wieder da. Sondern mal gucken, welche Gruppen da unterbesetzt sind. Und ja. Bis dahin können wir buddeln. Ja, und natürlich auch, haben wir wieder nicht gedrückt, die Shift-Taste, ne? Ja, dann ist das wohl hier richtig, ne? Der Weg. Hat gut geklappt, ne? Irgendwie hat man die anderen Wege da wohl alle falsch gemacht. Naja. Was soll's? So, 1, 2, 3, 1. Ach so, ne, 1, 2, 3. Gucken. Oh, da ist schon einer gekommen, da auch. Passt, ne? Sieht schon mal gut aus. Ah, da ist auch eine hingekommen. Aber ob die da richtig ist, ist eine andere Frage, ne? Glaube nicht. Oder doch? Wenn die da richtig ist, dann kann die nur falsch sein. Vielleicht war die aber auch schon vorher da, ne? Kann das sein? Unlock. Ja, nicht ausgewählt. Ist die denn da richtig? Nee, auch nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da. Nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
Da ist eine richtige Kerze. Die ist auch falsch. Das heißt, hier ist auch wieder falsch gebaut, ne? Ja. Mhm. So läuft's. Okay, und dann die ist richtig, die ist falsch. Geht das so weg? Geht so weg, das ist schon mal gut. So. 1, 2, 3. So muss es passend sein. Gut. Ja. Passt nicht. Doch, das ist, weil da ein Schatten ist. Sonst passt's ja, ne? Ja. Würde ich sagen. Da muss man gucken, weiß ich auch noch nicht. Ja, läuft auf jeden Fall da erstmal. Gucken wir weiter oben. Was macht eigentlich unsere Hütte ganz oben? Ja. Ich glaube, ist alles hier fertig, ne? Ja, das passt. So, da sind die Räumlichkeiten, ne? Jetzt könnte man da noch ein paar Schlafzimmer machen und so, ne? Groß waren die 4x4 oder was war das? Ne. Doch. Jetzt sollten wir mal 5x5 machen, aber das geht ja nicht, ne? Lass mal weiterlaufen. Der Händler muss erstmal ankommen. Ja, da war es wieder soweit. Shift-Taste nicht gedrückt, ne? Ja, und hier ist ja sowieso egal. Da kriegen wir keine zwei Räume hin. Also können wir auch bis da durchziehen. Da gibt es einen großen Raum halt. Vier passt. Passt auch. Passt auch. So, dann können wir da Mauern machen erstmal. Shift-Taste nicht gedrückt, dann klappt es wieder nicht. Und doch, das passt schon mal da so und Shift-Taste nicht gedrückt, läuft, ne? Gut, haben wir das auch? Naja, hier unten können wir auch noch ein paar Mauern ziehen, machen wir gerade noch. Nochmal. Bis dahin. Fertig. Läuft. So. Wieder weiterlaufen lassen. Der Händler war da. Kurz reingeguckt. Rollbraten nehmen wir. Aber der will Essen gegen Essen tauschen. Bringt's ja jetzt auch nicht wirklich, ne, oder?
Kaktus ruhig da mal selber. Den Kuchen haben wir nicht hier. Apple Pie haben wir selber. Kaktus-Soup können wir selber machen. Martin Stew nehmen wir mit. Und Jungle-Salat. Na komm, den nehmen wir auch noch mit. Und er kriegt davon ein. Das nicht. Ein Apfel. War die ist hier noch mehr, haben wir schon gar nicht. Entschuldigung. Ja, das ist. Jetzt haben wir noch drauf, aber egal, jetzt machen wir. Und läuft schon weiter, ne? Ja. Haben wir das auch erledigt? Das Wahnsinnsgebäude ist fertig. Hier unser Schweinchen, die funktionieren nicht, ne? Da müssen wir noch was dran machen. Entschuldigung. Da machen wir mal ein Scaffold hin. Vielleicht können wir dann da oben abbauen. Ich glaube, das ist das Problem, dass er das oben nicht wegkriegt. Und das machen wir alle weg. Obwohl, der hätte hier draufsteigen können und dann, ne? Also, komisch. Naja, ist halt so. Gut, das haben wir alles. Der Berg ist hier auch weg. Entschuldigung. Ja, hier ist der zweite Eingang zum Keller, ne? Ist aber alles noch gut. Sind noch freie Plätze, ist die Frage, ne? Weiß gar nicht. Jetzt sollte man da nochmal aktiv werden, aber an einer anderen Stelle. Hier oben hatten wir ja schon mal in der Ecke was, ne? Genau. Dann schauen wir mal gerade nach hier unten. Da haben wir auch schon was. Ja. Ne, hier gibt's keinen schönen Friedhof. Machen wir da hin. Ne, da. Da machen wir einen Friedhof hin. Dürfen wir nicht zu viel auf einer Stelle wohl sein. So. Gucken, wie sich die entwickeln. Hier ist noch was zum Wegräumen. Und naja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Da haben wir jetzt die Etage geguckt. Wir haben hier das zum Abbauen. Ah, guck mal, da wird auch schon jemand beerdigt. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist auf jeden Fall hier schon mal soweit gut. Haben wir hier noch was zu bauen? Ja, rein theoretisch schon, ne? Müssen wir mal gucken. Das. Und, aber auf Zähne sind hier 17, wir haben 8. Das reicht erstmal. Die Ecke da hinten, die nah. Achso, da ist ein Gang nach außen gebaut. So, okay. Müsste man dann noch weiter gucken, dass man das macht, ne? Hier kann man ja so rumgehen. Ist das schon ausgewählt? Nein. Machen wir da nochmal so einen Überhang. Dann ist das ein ganzer Treppenaufgang nachher, ne? Und hier kriegen wir das auch noch hin. Komm, zack. Sollte dann eigentlich auch funktionieren, ne? Gucken, ob die das hinkriegen.
Obwohl, da hinten müssten wir eigentlich gar nicht. Die Mauer kann da ja schon hin, ne? Ist dann nochmal zu überlegen, was wir da machen. Lass es machen. Hier unten haben wir noch so einen schicken Dingens angefangen, wie ich, aber noch keiner gemacht, ne? Ist das unter Deko, oder? Nee. Wohl doch nicht. Ist das hier bei Mauern? Nee. Also, wo habe ich denn jetzt hier den Weg? Decoration Walls? Nee. Roofs? Lock Walls? Ach, da gibt es einen extra Punkt Wege, alles klar. Zack, machen wir das mal bunt, ne? Gucken, ob die das hinkriegen. Das können wir gleich. Rather Blue Flowers. Mal gucken, wie die das da hin machen, ne? Ah, guck mal, da kommen die ersten Steine für hier oben. Funktioniert auch, ne? Alles gut. Ja, und da wurden die geerntet, die blauen Blumen. Machen wir nochmal den Weg. Der ist ja noch nicht fertig hier, ne? Der geht ja noch bis da. Naja, lass es erstmal machen. Oh, guck mal, da ist auch noch eine Rüstung. Was machen denn unsere vier hier? Voll ausgerüstet, super. Job Group Essen 20, Bergmann 4. Da gehen schon mal definitiv zwei rein. 16 Erntehelfer, 8 Holzfäller und 13 Träger. Okay. Träger gehen dann der restlichen rein. Ne? Passt. So. Damit sind wir da auch schon ein Stück weiter. Den Weg machen wir dann hier rum, ne? An den Kerzen lang. Sollte funktionieren eigentlich, oder? Wenn genug Blaues da ist. So, die sollen sie mal ernten, die blauen Blumen da. Und läuft gut. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.